all diesen Monaten habe ich viel über mich nachgedacht. Und ich fühle in mir einen Schöpfergeist, der in mir brennt und mich antreibt. Ich will eines der Ohren werden, durch die die Welt hört, und eines der Augen, durch die die Welt sieht. Ich möchte Schriftsteller werden. Weißt du denn überhaupt, wie man so ein Buch aufschlägt? Bring Kohle nach Hause, keine Bücher. Sehen Sie, Senor Eden, ich weiß nicht, wo Sie studiert haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht im Laderaum eines Schiffes. Was du schreibst, wird sich niemals verkaufen. Und wir werden niemals heiraten und niemals eine Familie sein. Ich soll mich also schämen, von all dem hier zu erzählen? Wie viele Menschen sterben vor Hunger oder landen im Gefängnis, weil sie arme Schlucker sind? Sie sind unwissend und dumm. Du musst für sie kämpfen, Martin. Er sagt, er sei Schriftsteller. Das ist lächerlich für einen, der gerade erst lesen gelernt hat. Ich wollte wie ihr sein. So sprechen wie ihr. So denken wie ihr. Der Schriftsteller Martin Eden existiert nicht. Er ist eine Ausgeburt eurer Köpfe. Was ihr vor euch seht, ist ein Räuber, ein Seemann. Es ist sinnlos, es zu versuchen. Mich könnt ihr nicht bescheißen. Mich werdet ihr niemals bescheißen!